Guten Morgen und herzlich willkommen zum Einsingen um 9. Wir knüpfen an den Dienstag. Walralala, walralala, walralala. Dieses Herbstlied heißt Dies ist ein Herbsttag und es hat es mir angetan. Ich möchte mit euch noch einmal diese Klänge einstimmen. Es ist ein bisschen herausfordernd, aber ich hoffe, ihr steigt ein. Streckt euch. Oh, kommt einen Tag und nehmt Weite ein. Weite, körperliche Weite. Spannt die Flügel aus. Spannt den Brustkorb auf und bleibt einen Moment so im Raum. Spürt die Distanz zu allen Wänden, die Distanz hier zur Wand, die Distanz hier zur Wand. Spürt die Distanz hier zur Wand und nach hinten zur Wand. Die ganze innere Ausdehnung. Und wir sind so wie eine... So ein Ballon, der ist jetzt ohne Luft und langsam, langsam von unten her, von hier her, lassen wir los. Und füllen wir uns. Als würden wir doch schon ein wenig abheben, schweben. Und dann kommt von außen wieder... Etwas Druck, der Ballon wird wieder ausgequetscht. Und jetzt, wir lassen wieder hier los zuerst. Und lassen die Luft einströmen. Ja, kreist die Schultern, darunter ist immer noch der Ballon. Die Schultern haben nichts damit zu tun. Den Ballon, die sind frei, die Arme sind frei beweglich, frei und ihr könnt sie wirklich mal in allen Ausführungen, Windungen bewegen, wie so eine Schlingpflanze und dann die andere Seite. Aber der Ballon hier, der ist unangetastet. Wenn wir hier unsere Extremitäten bewegen, dann sind wir hier immer noch offen, frei zu atmen. Hier kann es immer noch raus, rein. Vielleicht muss ich das wegnehmen. Kann es immer noch rein, raus. Und hier sind wir frei für eine Bewegung. Und das Gleiche gilt auch für die Füße. Und vielleicht könnt ihr euch hinsetzen noch einmal. So wie am Dienstag. Und hier können wir einmal unsere Beine bewegen. Frei. Und unser Gerüst trägt uns. Unsere Beine können hier und nach hier gehen. Und das Gerüst trägt uns. Und letzte Woche hatten wir das Becken als Fundament. Da sitzen wir, da sind wir. Und jetzt ziehen wir das Bein an für die Ausatmung. Und lassen es wieder los. Und sinken ein bisschen so vorzeigen. Wir spüren die Spannung durch das Halten und dann das Versinken. Noch einmal. So, nochmal. Loslassen. Also unsere Ausdehnung des Ballons ist nicht nur hier, sondern das Ballon ist bis hier ins Kreuzbein hinein. Noch einmal loslassen. Und wir spüren, als ob unser Po so riesig wäre. So richtig wohlig, riesig. Gefüllt mit Luft, mit dem Gefühl.
geht es nun in und unser riesiger Luftpo kann jetzt ein bisschen wackeln. Und dann nur den Kanal öffnen und die Luft fällt direkt wieder in unseren riesigen Luftpump. Der Ballon ist jetzt sozusagen ausgequetscht und jetzt nur. Aber ist es ganz klein. So, es würde... Es passt hier rein. Eure Lippen passen hier rein, wenn ihr macht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Und es hilft vielleicht die Vorstellung. Hier ist es schmal. Hier. Und dann wird es aber weiter, 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 bis in unseren Riesenpo hinein. Oh. Mit dieser Schnute, der gibt euch genügend Widerstand für, oder Bahn, sage ich mal, Bahn für eure Luft. Oh, oh, dass ihr alles andere locker lassen könnt. Oh, oh. Und was noch wichtig ist, ihr könnt doch schauen, dass die Zunge nicht in sich krampft. Die ist in der O-Form, das reicht schon. Oh, oh. Oh, 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 ein bisschen höher. Ja, 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 ja. Der Beckenboden hat eine direkte Telefonverbindung zum Zwerchfell, hat eine direkte Telefonverbindung zur Kehle. Also wir haben drei Stufen. Also den riesen Luftpo haben wir ja jetzt schon. Das war schon unser Sitzkissen im Stehen. Jetzt, wenn ich atme, einatme, die Luft fließt ein. Das Zwerchfell geht runter, der Beckenboden auch. Es kann alles sinken, der Kehlkopf kann auch sinken. Und dann, jetzt gibt es einen kleinen Tanz. Ja, 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 ja. Es gibt kleine Aufwärtsimpulse, die morsen sich sozusagen. Ja, 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 ja. Also nicht ein Drücken, stemmen, nein, im Gegenteil. Das Zwerchfell macht eine langsame so Bewegung, der Beckenbogen macht eine Bewegung.
tanzen die wieder. Jetzt fallen sie. Wie sie fallen. Beckenboden. Zweifel. Kehle. Wir machen jetzt auch eine andere Linie, nämlich die Alto-Linie. Waldralala, waldralala, walalala, walala. Waldralala, waldralala, walalala, walala. Noch einmal. Waldralala, waldralala, walalala, walalala. Und jetzt heißt es... Was passiert jetzt? Schaut, dass die Bewegung des Unterbauchs weitergeht, auch wenn es jetzt runtergeht. Dies ist ein Herbsttag. Ja. Dass ihr nicht schlapp werdet, nur weil die Linie runtergeht. Dies ist ein Herbsttag. Und wir gehen damit runter. Dies ist ein Herbsttag. Ja. Dies ist ein Herbsttag. Ja. Dies ist ein Herbsttag. Spürt wieder alle Wände eures Körpers. Hinten auf der Seite, ein bisschen seitlich, überall spürt ihr. Und da drin vibriert es jetzt. Dies ist ein Herbsttag, ja. Die Zunge ist vorne. Dies ist ein Herbsttag, ja. Und schaut, ob ihr in diesem langen, tiefen Ton sogar noch ein bisschen eine Rippen-Brustkorb-Ausdehnung finden könnt. Dies ist ein Herbsttag, ja. So dass diese Resonanzen oder diese Klänge gefühlt, natürlich nicht richtig, aber gefühlt im Brustkorb, an den Wänden hin und her geschickt werden und immer sich wieder gegenseitig treffen irgendwo. Also das ist ja so bei den Wellen, die treffen sich auch manchmal und können sich raufschaukeln. Dies ist ein Herbsttag, ja. Wir gehen wieder ein bisschen rauf.
Jetzt ist dieser Ping-Pong von Resonanz hier. Dies ist ein Herbsttag, ja. Und mit kleinen Mikroveränderungen eurer Kehlebene hält ihr den Ton lebendig. Dies ist ein Herbsttag, ja. Und jetzt gehen wir noch zum Beckenboden. Wir sind bei unserem super Luftpo. Dies ist ein Herbsttag, ja. Stellen uns vor, auch da wird im Beckenboden gibt es Raum, um den Klang hin und her zu schicken. Dies ist ein Herbsttag, ja. Ihr aktiviert den Körper und es wird eine Veränderung des Klangs geben, obwohl wir eigentlich natürlich hier singen. Wir singen gelungen das ganze Jahr. 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 Und bei diesem Wu-Wu-Wa-La-La-La könnt ihr jetzt entweder hier sein oder hier sein oder hier sein, aber in Bewegung. Wir singen gelungen das ganze Jahr. Wir singen gelungen das ganze Jahr. Und vielleicht wollt ihr sogar das Hirn auch noch mitnehmen, auch noch diese Empfindung von hoher Resonanz, wenn wir jetzt gehen. Natürlich schon die 5, wir brauchen sie wirklich. Wir üben ja das Gähnen jeden Tag und das hat einen Grund. Minus 1, 0, 1, 5. Noch einmal. Schon ziemlich hoch. Mach noch ein bisschen tieferen. Jo. Schaut, dass es eine Bewegung ist, nicht ein starres Aufsperren. Es ist eine dynamische Bewegung und sie ist nur möglich, wenn wir sonst aufeinander stehen. Damit der Kiefer auch wirklich fallen kann, muss alles andere gestützt sein. Der Kiefer darf nicht mithelfen. Der ist frei. Und der ist frei, wenn wir hier aufrecht sind. Und wir haben Beckenboden, Zwerchfell,
Kehl, Kommunikation. Jo. Und der Kiefer darf fallen. Jo. Aber von unten wird immer Unterstützung gegeben, damit er fallen kann. Jo. Vom Luftpo. Bewegung des Unterbauchs. Jo. Jo. Und von dieser Kehle, die auch weit sein darf. Jo. Walderallala, Walderallatla, wir singen dieses Lied. Hört einmal ein bisschen rein, ich gebe euch schon einmal die Noten dazu. Nein, hier beginnt es. Das ist die zweistimmige Version jetzt. Walderallala, 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 Klängen ganz, ganz oft dieses H, dieses B natural. Das ist im Bass, in der Bassstimme, und darüber bewegen sich nun die Blätter, die Bäume, die herbstlichen Klänge. Hört noch einmal hin. Am Anfang ist eigentlich auch schon dieser H-Klang. Vielleicht deswegen, man kann kaum atmen, es ist immer diese Stimme und immer dieses Heimraum. Okay, wir singen einmal die Altstimme. Walderallala, Walderallala, das ist immer wiederholt. Walderallala, 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 Walderallala. Nochmal. Walderallala, 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 Walderallala. Der Sopran hat dazu die Quarte, das gibt diese leeren Intervalle. Wer tief will, wie ihr es euch beliebt. Den Anfang gleich noch einmal. Jetzt beginnt der Text, dies ist ein Herbsttag. Wir nehmen gleich die Altstimme. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmete man kaum. Als atmete man kaum. Dazu singt der Sopran. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmete man kaum. Als atmete man kaum. Und Altstimme. Dies ist ein Herbsttag, wie ich kann.
atmete man kaum, als atmete man kaum. Und jetzt kommt ein Aufstieg. Und dennoch. Ja, was passiert? Dennoch. Fallen Raschen fern und nah. Und immer ist dieses bisschen ein Kreuz und es ist wieder aufgelöst. So wie wenn die Blätter eben nicht ganz so runterfallen, sondern sie würden nochmal einen kleinen Aufschwung machen. Fallen Raschen fern und nah, die schönsten Früchte ab von jedem Baum. Und darüber singt der Sopran. Wir versuchen es doch einmal, gerade mit der Aufnahme, und ihr hangelt euch entlang meinen Stimmen, dann hört ihr auch gleich den Zusammenhang, was es einfacher machen. Ich zeige euch den Anfang. Hier ist der. Und wir fangen die Sopranistinnen, die da nach oben gehen, ein wenig auf. Und dann kommt wieder. Denn der Herbst, Juchzer. Gerade immer noch nicht. Das ist es, die Sopranstimme. Ich mache immer ein bisschen die Stimme, ein bisschen lauter, die wir singen wollen. Wenn ihr mitmacht, super, dann, wenn ihr schon so weit seid, dann könnt ihr schon die nächste Stimme in Angriff nehmen. Sie nicht, die Feier der Natur, da steigen wir jetzt ein. Ein wunderbarer Text. Und zwar in der Altstimme wollen wir einmal diese Melodie kennenlernen. Hier ist sie. Oh, stört sie nicht, die Feier der Natur. Gerade nochmal. Oh, stört sie nicht, die Feier der Natur. Und wir gehen wieder in diesen gleichen Klang zurück. Dies ist die Lese, die sie selber hält. Gerade bis hierher. Oh, stört sie nicht, die Feier der Natur. Dies ist die Lese, die sie selber hält. Und jetzt, denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem Milden. Ihr habt gehört, wir waren vorher mit dem D, jetzt plötzlich ist dis hinzugekommen. Vorher hatten wir dasselbe mit cis und c und auch andere Gis, die da reinfließen.
Wir machen gerade nochmal diese Seite sozusagen. Oh, stört sie nicht die Feier der Natur. Dies ist die Lese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl. Und jetzt kommt der Strahl der Sonne. Strahl der Sonne fällt. Da gibt es also herzliche Anklänge. Strahl der Sonne. Strahl der Sonne fällt. Und der Abschluss ist wieder Walla-la-la-la, Walla-la-la-la, Walla-la-la, Walla-la. Ja, es spezielle Klänge, ungewohnte Klänge vielleicht. Wir machen jetzt nochmal den Sopran. Hier ist das O stört sie nicht. Das, wir beginnen eigentlich wieder gleich. O stört, O stört, O stört, O, O stört. Nochmal, oh, stört sie nicht die Feier der Natur. Dies ist die Lese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von den Zweigen nur was von dem Milden. Und da ist er ba, 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 ba. Immer ein bisschen die gleichen Töne. Machen wir gerade noch einmal. Dies ist die Lese. Dies ist die Lese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. Wir könnten analysieren, was das wieder für Töne sind. Wieder eine andere Modalität ist wirklich Moll, wirklich Dur. Und dann sind wir aber wieder. Fallala, fallala, nein, waldralala, 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 waldralala. Und so gehen wir singend sozusagen in den Wald hinein oder wo auch immer hinein, aufs Feld hinaus. Hören wir dann nachher das Ganze zusammen oder jetzt dann. Da beginnt es mit dem hier, Walderalala, und dann versuchen wir mal mit den Klängen. Ich habe den Tenor auch aufgenommen, den Bass konnte ich natürlich nicht aufnehmen. Und beim Tenor muss ich manchmal auch mit dem Klavier nachhelfen. Aber wir kriegen einen Eindruck von diesem sehr, sehr speziellen Lied. Walla la 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 la
Spaß an dieser Herausforderung. Wir werden, ich glaube, dieses Lied noch einmal machen in einer anderen Woche, weil das wirklich sehr anspruchsvoll ist, aber auch irgendwie sehr speziell. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag.